Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einfache Tags bastelt. Gerade jetzt vor der Weihnachtszeit ist es ja oft ein Zeitfaktor. Eine ganze Karte schafft man ja oft nicht, aber man verschenkt halt sehr viele Geschenke und da ist so ein einfacher Tag genau das Richtige. Also ich habe hier zwei verschiedene Varianten von Action Dies. Eine zum Beispiel, ihr schneidet halt so eine Tasche und den Tag dazu. Ich habe einen Digi-Stempel direkt mit der Stanze gestanzt. Die Rückseite ist leer, das heißt, man kann es beschriften, für wen das ist. Und die gleitet hier mit ein bisschen Gefühl schön rein. Die zweite Variante ist auch eine Action-Stanze. Die habe ich etwas abgeändert. Die Rückseite ist schwarz. Hier könnte man mit einem weißen Gelstift zum Beispiel schreiben. Ja, und gleich geht's los. Los geht es. Zuerst schneiden wir uns die ganzen Grundkarten bzw. die Anhängerchen. Ich verwende hier Aquarellpapier. Auch wie beim letzten Video ist das ein Reststück. Man muss ja nicht immer einen neuen Bogen anschneiden. Hier ist auch gleich das Digi-Stempel-Motiv von The Paper Shelter. Ich schneide es mit der gleichen Stanze auch aus. Wie schon bereits gesagt, sind das Tags von Action. Das hier ist die zweite Stanze. Die formt eine Art Tasche für einen Anhänger. Auch die wird auch aus Aquarellpapier gestanzt. Das ist dann der eigentliche Anhänger, der dann in diese Tasche reinpasst. Den schneide ich aus Aquarellpapier und wie ihr seht, fixiere ich das alles mit Masking Tape auch vom Action mit lila Band, damit das halt auch nicht verrutscht beim Stanzen. Auch hier habe ich mir ein passendes Stempelmotiv, also Digi-Stempelmotiv ausgesucht und stanze das auch in der gleichen Form. Hier haben wir ein Stück Designpapier, auch wieder ein Reststück. Damit schneide ich einen Teil vom ersten Anhänger. Das wird sozusagen die obere Kante ergeben hinterher. Hier ist ein Stück rosa Designpapier. Damit stanze ich die Verkleidung für die Tasche, für den zweiten Anhänger. Die Stanzen sind alle in diesen Sets mit enthalten gewesen. Genauso wie das hier. Da sind die Ösen, die schneide ich aus silbernem Spiegelkarton bzw. mein Lieblings-Schokopapier, Schokokusspapier. Und hier ist eine, ja, wie soll man sagen, auch ein Teil von dem Anhänger, das wird quasi als Verschluss oben drumherum gewickelt. Es hat auch schon eine Prägung mit drinne. Hier zeige ich euch die Sets, die ich benutzt habe, die einzelnen Elemente, die ich gestanzt habe. Das ist das zweite Set. Hier muss ich aber auch sagen, da kommt noch eine Lage Aquarellpapier dazu, weil ich mich da vertan habe. Wir verwenden wieder Distress-Farbe in Pumiceton, ein trockenes Feuchttuch. Ich habe hier Tonkarton, die erste Stanze und einen weißen Gelstift, weil ich mir gedacht habe, irgendwie möchte ich mir das Ganze noch ein bisschen vergrößern und matten. Und das geht am einfachsten halt einfach mit Schere und einfach von Hand ausschneiden. Ich habe die Stanze jetzt als Schablone verwendet und einfach außenrum das Ganze nachgezeichnet. Jetzt seht ihr, entsteht ein bisschen, ja, etwas größerer Anhänger, der halt so ein bisschen Rand lässt, um diesen Stern sozusagen nachzuempfinden, der das Loch darstellt. Habe ich zuerst versucht, einen Stanzer zu finden, der passt, aber der geht nicht weit genug rein. Also mit der Crocodile ein Loch gestanzt und die Zacken mit der Schere einfach von Hand nachgeschnitten. Und das ist das, was ich meine, wo ich gesagt habe, dass ich den Tag etwas abgewandelt habe.
Natürlich kann man den auch einfach verwenden, ohne diese Mattung. Aber ja, das wäre nicht ich. Hier klebe ich schon auch die ersten Sachen zusammen. Ich verwende hier doppelseitiges Klebeband. Diesmal ist das nicht vom Action. Ich habe das irgendwo mal mitbestellt und ja, irgendwie bin ich knapp geworden mit dem doppelseitigen Klebeband und das ist das Reste oder die letzte Rolle, die ich hatte. Und dazu dann natürlich flüssigen Kleber von Tonic Studios. Ich klebe das einfach mit dem Aquarellpapier zusammen, um das Ganze zu verstärken. Beschwere das ein bisschen mit das, was ich gerade da hatte. Das sind die Platten von der Stanz- und Prägemaschine vom Action. Hier mache ich schon die Kanten gräulich. Da verwende ich halt das Stempelkissen und das trockene Feuchttuch. Mein Gott. Alles wieder beschweren und wegtun. Genauso hier die anderen Elemente vom zweiten Anhänger. Doppelseitiges Klebeband zuerst. Dann das Ganze lösen. Und mit flüssigem Klebeband verstärken. Wieder beschweren. Hier stand die Tasche. Die habe ich hier jetzt gerade nachgeprägt. Die Falzungen sind ja schon nach dem Stanzen mit eingedrückt. Und das erleichtert einem so einiges. Hier noch die ganzen Elemente nochmal auch mit Stempelfarbe nachfärben, damit die weißen Ränder verschwinden, was ich halt persönlich nicht so gerne mag. Auch das Liegestempelmotiv, genauso wie die Tüte, Lasche, Tasche, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Genau, die zwei Elemente habe ich mit der Nähmaschine durchgenäht. Ich mag das halt gerne, aber ich möchte euch nicht langweilen und die Nähmaschine passt so schlecht ins Bild, deswegen habe ich das nicht vor der Kamera gemacht. Hier werden auch die Fäden wieder nach hinten gezogen, ja, mit Tesafilm fixiert und geklebt. Und das, was übersteht, schneide ich einfach weg. Jetzt möchte ich noch die restlichen Elemente kleben und da ist mein Fehler. Ich habe angefangen, doppelseitiges Klebeband zu verteilen und habe festgestellt, so beim Kleben, das wollte ich eigentlich nicht. Das ist doch nur ein Tag, das in die Tasche rein soll. Also habe ich es beiseite getan und werde mir gleich noch eine weitere Schicht aus Aquarellpapier stanzen, um das Ganze ja, zu retten. Wie auch vorher alles mit doppelseitigem Klebeband und mit flüssigem Kleber von Tonic Studio. Das ist halt meine übliche Vorgehensweise. Ich mache das eigentlich überwiegend so, außer bei kleinen Elementen. Da nehme ich halt nur noch Flüssigkleber. Das ist dann mit dem doppelseitigen Klebeband ein bisschen sehr frimmelig. Da seht ihr auch schon unten rechts im Bild, da ist ein Teil dazugekommen. Das ist nämlich nochmal der zweite Anhänger aus Aquarellpapier gestanzt. So, jetzt können wir nämlich da weitermachen, wo wir aufgehört haben und jetzt wieder mit Kleber das Ganze fixieren. Dadurch wird der Tag natürlich was fester, aber auch stabiler. Aber ich habe es ja gesehen, oder ihr habt es auch gesehen, es passt trotzdem noch in die Tüte rein oder in die Tasche. Das war schon ganz gut. Also manchmal macht man Fehler und denkt man, oh, hoffentlich ist das zu retten. Aber in den meisten Fällen funktioniert das tatsächlich. So, hier verkleiden wir den Anhänger von oben mit dem Designpapierstück. Das Motiv wird ein bisschen verdeckt. Das ist die Lasche, die drumherum geht. Da habt ihr gesehen, dass dann, wenn ich das einfach so gelassen hätte, das nicht ganz klappt mit Loch über Loch kleben. Also hättet ihr den Tag ganz normal gelassen, wäre es kein Problem. Hier habe ich den einfach zerschnitten in der Mitte und dann dementsprechend aufgeklebt. Hier sind die Verkleidungen für das Loch aus dem Schokokusspapier.
Die klebe ich auch von beiden Seiten, dann sieht das auch ganz schick aus. Beim zweiten Anhänger war kein Loch dabei. Da habe ich mir Lineal zur Hilfe genommen, habe dann ausgemessen, wie groß die Breite ist und etwa die Mitte mir mit einem Stift markiert. Habe das Ganze nochmal nachkontrolliert. Mit der Crocodile dann ein Loch gestanzt und dieses Loch dann mit den gestanzten Elementen verkleidet. Auch hier einmal von vorne und einmal von hinten. Natürlich kann man auch für die Tasche noch ein Loch machen, wenn man möchte. Da ist ja sozusagen jedem selbst überlassen, wie er das macht. Ich habe mich diesmal für Bäckertwine entschieden. Das ist auch vom Action. Das gibt es zwar, glaube ich, zurzeit nicht mehr in der Form zu kaufen, aber das ist halt etwas, was ich schon länger liegen habe. Ich habe es damals in allen Farben gekauft, als es dann gab. Ich ziehe die Lasche von vorne nach hinten und fädel dann die Bänder durch und knote das Ganze dann nochmal nach, damit das nicht aufgeht. Und knote mir auch am Ende noch ein, am Ende des Bandes noch ein, setze ich noch einen Knoten. Das gleiche wiederholen wir auch bei dem schwarzen. Das Überstehende schneiden wir weg. So, damit ist eigentlich auch schon das Grundgerüst fertig. Hier seht ihr meine Distress Reinker, die ich zum Kolorieren verwende. Zwei Wassertankpinsel, einmal den großen vom Action und einmal den blauen, den ich schon länger sitzen habe. Ich habe mir auch schon den Nouveau Schimmer Stifter beiseite gelegt. Und im Grunde ist es ab jetzt nur noch so, wie ihr könnt mir zugucken, wie ich die Motive jetzt ausmale. Also wer das nicht möchte, kann hier sozusagen schon das Video beenden und ja, wer nicht oder wer Interesse hat, mir beim Kolorieren zuzugucken, kann natürlich auch immer gerne dranbleiben, das ist ja kein Problem. Ich habe diesmal das Video bewusst noch schneller gestellt, weil meine Videos irgendwie doch schon ziemlich lang werden, auch selbst wenn ich was Einfaches mache. Diesmal habe ich mich tatsächlich geschafft, auf eine halbe Stunde zu reduzieren und dieses Video ist bei weitem nicht so lang wie die anderen zwei, die ich vorher hatte. Und wem es aufgefallen ist, also ich habe hier mit Lineal mir eine Linie gesetzt in Grau und fange halt so ein bisschen mit dem Hintergrund an. Ich habe mir noch ein paar, ich sag mal, Schneehaufen angedeutet, ein bisschen Schatten gesetzt schon mal. Obenrum mache ich halt mit Blau so ein bisschen vom Motiv aus das Ganze auslaufend und hier verdünne ich das die Farbe schon sehr extrem. Also eigentlich ist es ein recht dunkler Blauton, aber je mehr Wasser ihr verwendet, desto heller werdet ihr auch. Ich habe übrigens die Liegestempel auf Karteikartenpapier gedruckt. Ich muss sagen, für die Distress Reinker ist das nicht das optimalste Papier. Am liebsten koloriere ich tatsächlich auf Aquarellpapier, aber Aquarellpapier und Digitstempel vertragen sich nicht so gut bei mir, zumindest nicht. Und ja, dann habe ich mich dann nach einer Alternative umgeschaut und die Karteikarten gehen ganz gut. Ja, ihr müsst aber halt bei den Distress Reinkern aufpassen. Also die Farbe ist noch ein bisschen anders, wenn sie feucht ist und verändert sich halt, wenn es richtig trocknet. Hier gehe ich rüber zu Braun und koloriere damit die Sitzbank. Ich fange relativ hell an und setze mir dann mit einem dunkleren Ton dann so ein bisschen Akzente. Ich versuche die Maserung vom Holz ein bisschen nachzuempfinden. Hier wichtig auch, ihr seht ja mein Feuchttuch, mein Taschentuch an der Seite. Immer wenn ich Farben wechsle, vor allem von dunkel zu hell, wie jetzt zum Beispiel hier, das ist ein Rosaton, tupfe ich die Farbe vorher ab und mache meinen Pinsel sauber. Ansonsten habt ihr dann ja so ein dreckiges Rosa oder halt einen dunkleren Rosaton, nicht das, was ihr halt erwartet. Auch hier fange ich erst sehr dezent an und setze mir dann halt mit einem unverdünnten Farbton
dann schon so ein bisschen meine Schattenansätze. Hier sehen wir schon grau. Also ich habe hier wirklich keinen bestimmten Vorgang, wie ich anfange. Also meistens ist das Hintergrund und dann gehe ich zum Motiv über. Ich versuche mir vorher schon zu überlegen, was wird in welchem Farbton und versuche dann halt alle Elemente in der einen Farbe dann direkt auch schon auszumalen, ohne viel ja, hin und her wechseln zu müssen. Die einzelnen Farben, die ich verwende, werde ich auch natürlich wieder im Text, in der Infobox auflisten. Ich habe sie mir nummeriert, damit kann ich nachhalten, welche Farbe ich tatsächlich benutze. Und ich habe eine Liste mit den ganzen Nummerierten und aufgeschrieben dahinter, was welche Farbe das dann auch tatsächlich im Endeffekt ist. Ich tendiere schon immer irgendwie dieselben zu benutzen. Deswegen also, ich habe bei weitem noch nicht alle Distressed Inca Farben. Zurzeit habe ich, glaube ich, irgendwas 40 und benutze davon vielleicht die Hälfte. Ja. Mit dem Hautton tue ich mich doch noch ein bisschen schwer. Es gibt keinen richtig passenden Braunton oder der halt die Hautfarbe besser darstellt. Hier hatte ich das Gefühl, dass es ein bisschen zu viel, ich glaube Leinen war das, das ich benutzt habe. Aber ja, man muss sozusagen ein bisschen Vertrauen in sich selbst haben, Vertrauen in den Prozess. Im Endeffekt, als ich fertig war und am nächsten Tag mich wieder an den Tisch gesetzt habe und mir das Ganze genau angeguckt habe, war ich mit der Koloration doch recht zufrieden. Beim Kolorieren selbst war ich etwas ja, unentschlossen, ob mir das gefällt oder nicht. Aber ich habe einfach weitergemacht. Hier sind wir schon bei den Haaren. Auch hier habe ich mit einem hellen Braunton angefangen und setze mir halt jetzt schon mit einem dunkleren Ton ein paar Akzente. Und versuche das Ganze so in Strichen zu setzen, ohne gleich ganze Flächen auszumalen, sondern wirklich ja, die Haarstruktur quasi so ein bisschen zu folgen und in Strichen zu malen. Hier ist schon Farbe Schwarz zugange. Ich habe mich entschieden, ein bisschen ja, die Hose oder die kurze Hose, die sie anhat, in Schwarz zu malen und ihre. Ich gehe mal davon aus, das sind ihre Strümpfe in Schwarz-Weiß. Die Farbe Schwarz ist natürlich sehr intensiv, genauso wie Rot. Da muss man wirklich sehr vorsichtig mit anfangen und auch immer aufpassen, in den Linien zu bleiben. Wenn das einmal über die Linie drüber geht, dann ist das oft nicht mehr zu retten. Hier habe ich wieder Rosa. Ich setze mir größere Schatten oder intensivere Schatten. Also wenn ihr den ersten Grundanstrich fertig habt, sind viele schon da sozusagen mit zufrieden und lassen das so. Ich halt nicht. Ich mache jetzt halt noch einen kräftigeren Ton dazu, setze damit halt mehr Kontrast. Ihr könnt aufhören, wenn ihr zufrieden seid. Das ist so, jeder koloriert ja sowieso anders und mit der Zeit wird man halt mutiger und jetzt habe ich zum Beispiel die Wangen so extrem dunkel, dass ich dann tatsächlich gedacht habe, jetzt habe ich es so versaut. Hier gehe ich mit Schwarz in die Haare rein, um den starken Schatten anzudeuten. Aber wie ihr seht, ist das noch sehr dezent. Ich versuche mich bei der Farbe ein bisschen zurückzuhalten, weil ich weiß, dass ich gleich nochmal mit Braun reingehe. Und wie gesagt, Schwarz ist wirklich so eine Farbe, da muss man aufpassen. Viele andere Farben kann man übermalen oder irgendwie das Ganze noch mit Wasser verdünnen und abtupfen. Aber bei Schwarz muss man vorsichtiger vorgehen. Hier setze ich mir auch dunkleren Schatten unter Motiv selbst, auch den Schnee, den ich angedeutet habe. Das ist jetzt auch sozusagen das Highlight, also diese Anhänger sind so einfach gehalten, so leicht,
dass das Motiv tatsächlich auch seine Wirkung entfalten kann. Also da habt ihr, ja, ich meine, am Ende habe ich überlegt, ob ich vielleicht doch noch ein bisschen dekoriere, vielleicht noch einen Spruch dazu setze, aber die Elemente sind so klein, das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Und deswegen habe ich erstmal blanko gelassen und habe mir gedacht, wenn ich dann tatsächlich die Anhänger verschenke, kann man das eventuell noch ergänzen oder vielleicht dann von Hand irgendwas draufschreiben oder vielleicht dann doch irgendwie ein paar Schmucksteine draufkleben. Es ist erstaunlich, dass ich mich da wirklich zurückhalten konnte. Das ist jetzt der Schimmer. Stift von Nuvo. Da habe ich mir halt so ein bisschen Glitzerakzente mitgesetzt. Damit ist der zweite Anhänger fertig und wir machen uns an die Koloration des ersten. Hier genau dasselbe mit Blau und sehr viel Wasser den Hintergrund malen. Auch vom Motiv aus auslaufend nach außen. So ganz weiß lassen mag ich das nicht. Und ich finde Blau als, sag ich mal, Himmel oder Wand oder was man sich da dahinter vorstellen kann. Und das ist schon irgendwie ganz okay. Dieser Anhänger ist auch etwas größer als der zweite, den wir zuerst koloriert haben. Das Motiv ist aber in etwa gleich skaliert. Dadurch, dass das ein Digi-Stempel ist, könnt ihr das halt anpassen. Habt ihr keine Digi-Stempel, könnt ihr natürlich das Ganze auch mit normalen Stempelmotiven arbeiten. Ihr könnt auch andere Stanzen verwenden. Ihr müsst das ja nicht eins zu eins nachbasteln. Probiert einfach aus. Guckt, was ihr zu Hause habt, welche Motive in diese Form reinpassen und benutzt die. Es muss jetzt auch kein Weihnachtsmotiv sein, so wie bei mir. Ich habe einfach mir vorgenommen, wenn ich eh am Basteln bin und das Ganze aufnehmen kann, mache ich das für euch und bearbeite dann halt hinterher die Videos so, dass das auch einfach ja, nicht so lang ist und angenehmer zu gucken ist. Und ich hoffe auch, dass mit dem Nachsprechen, mit dem Voice-Over, dass das auch soweit ganz gut klappt. Ich habe auch festgestellt, dass die letzten zwei Videos alleine, dass ich ein anderes Mikrofon benutzt habe, ist das schon viel angenehmer, mir zuzuhören, ohne dieses Knistern und Rauschen im Hintergrund, was vorher doch sehr extrem war. Mein Headset oder das Mikrofon von meinem Headset scheint dafür einfach nicht geeignet zu sein, aber ich habe eine Alternative gefunden und kann euch halt zumindest eine bessere Tonqualität anbieten. Den Banner habe ich hier in Grau koloriert, ein bisschen Schatten gesetzt und hier sind wir schon bei Grün. Das sind ja so eine Art Ilex-Zweige, die habe ich mit einem hellen Grün angefangen und mache mir halt so ein bisschen, ja, sozusagen den ersten Anstrich. Das hier ist Braun. Und das ist so eine Art, ja, Zweig, den male ich hier an. Ich meine, ich hätte wahrscheinlich noch viel näher dran gehen können, aber ich wollte nicht, dass es zu, ja, ich weiß auch nicht, unangenehm wird. Und ihr seht ja, ich bewege das Bild ja auch. Ich drehe es so, wie ich es brauche. Hier sind wir bei Rot. Das sind die Beeren, die ich damit angedeutet habe. Das ist jetzt ein dunkleres Grün für die Ilex-Zweige, um so ein bisschen zu schattieren, das ein bisschen hervorzuheben. Bei den Haaren habe ich mich für Grau entschieden. Ich denke mal, in dem Alter, wenn das sozusagen eine Omi ist, passt das ganz gut. Die Augen sind braun. Hier springe ich wieder zurück zu Rot. Und ich habe mich entschieden, die Kappe auch rot zu malen. Und wie gesagt,
genauso wie bei Schwarz müsst ihr bei Rot doch schon extrem aufpassen. Und da die Farbe halt etwas braucht zum Trocknen, versuche ich halt auch nicht direkt, sage ich mal, Farbe an Farbe oder Element an Element direkt auszumalen. Hier bin ich auch vorsichtig um die Ilex-Zweige herum, weil ich nicht sicher bin, ob das schon trocken ist. Und male mich halt so ein bisschen zaghaft heran und mache das hier wie mit den Haaren, so Strichbewegungen, dass das Ganze so ein bisschen Struktur bekommt, ein bisschen interessanter aussieht, anstatt komplett die Fläche einfach nur rot auszumalen. Ich habe ja auch roten Lippenstift verpasst. Und für die Schürze habe ich mich dann auch für die Farbe Rot entschieden. Ich dachte, wir bleiben traditionell rot-grün und da habe ich passend auch die Weihnachtskugeln koloriert. Hier sind wir schon beim grünen Kleidchen. Da male ich auch nicht alles aus. Ich lasse mir immer so einen Bereich weiß, wo ich denke, da kommt das Licht von der Seite und die andere Seite hat dann mehr Schatten und versuche den halt ein bisschen kräftiger zu malen, indem ich die Farbe halt weniger verdünne. Hier bin ich schon wieder bei der Hautfarbe. Versuche mir die Nase anzudeuten und die Schatten zuerst auszumalen, bevor ich dann die hellere Fläche komplett einfärbe. Und hier hatte ich sogar wirklich noch mehr Schwierigkeiten mit der Hautfarbe. Ich hatte das Gefühl, sie sieht so kränklich aus. Deswegen habe ich das irgendwie so ein bisschen verstärkt, ein bisschen mehr Braun eingearbeitet, damit sie halt ein bisschen gesündere Hautfarbe hat. Dann Wangen angedeutet. Hier sind wir bei Grau. Ich schattiere mir die weißen Flächen so ein bisschen. Es ist interessant, mir selbst so zu gucken, wie schnell das so auf dem Bild aussieht. Aber natürlich habe ich da wesentlich länger dran gesessen. Ich möchte euch halt nur einfach nicht so lange vor dem Bildschirm festhalten und euch langweilen. Die zweite Weihnachtskugel wird grün. Und jetzt haben wir sozusagen die Grundfarbe aufgetragen. Jetzt geht es darum, doch noch alles ein bisschen zu schattieren, ein bisschen Kontrast einzuarbeiten, und das geht halt am besten, wenn man einfach die Farbe dunkler setzt. Ihr könnt vor allem mit Grau, Schwarz und Braun sehr viele Flächen halt noch ein bisschen kräftiger schattieren, und je nachdem, was für ein Element das ist, passt die eine Farbe besser als die andere. Wie schon im letzten Video gesagt, bei Hautfarbe zum Beispiel, da würde ich nicht mit Schwarz reingehen. Haare ja, kein Problem. Auch Kleidung ist alles gut. Nur bei der Haut, da finde ich, Schwarz wirkt zu düster. Da sieht man einfach, sage ich mal, unfreundlich aus oder fast schon bösartig. Das würde vielleicht zu Halloween gut passen, aber im Großen und Ganzen mag ich es einfach nicht. Hier bin ich mit Schwarz zugange und setze mir halt größere Schattenelemente oder halt da, wo ich denke, der Schatten am ehesten zu sehen sein sollte. Das ist auch nicht so einfach, immer euch das genau zu erklären, wie ich darauf komme, gerade da jetzt Schatten zu setzen. Aber ich denke, da müsste das sein. Da wirft die Kleidung zum Beispiel Schatten oder ähnliches. Und da mir dann irgendwie Schwarz dann auch zu kalt war, habe ich dann später auch noch mit Braun versucht, das Ganze noch ein bisschen ja, angenehmer fürs Auge zu machen. Hier setze ich im Gesicht noch ein bisschen Kontrast. Das ist definitiv braun. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie euch diese Art von Videos gefallen oder was ihr von mir vielleicht sehen wollt. Ansonsten mache ich halt so weiter, und im Moment ist das wirklich so, alle 2 Wochen schaffe ich ein Video, und ich denke mal, das wird sich im Moment nicht so schnell ändern, aber wenn ich es kann, werde ich euch mehr zeigen.
Hier habe ich mit schwarzem Fineliner und mit einem weißen Gelstift noch Akzente gesetzt und mit dem Nuvo Shimmer-Stift noch ein bisschen was hervorgehoben. Ja, und das war's. Bis zum nächsten Mal.